Bruder Teng. Meister. Ich verstehe deinen Schmerz über die vielen Toten. Unsere besten Schüler sind umgebracht worden. Chi Kwong, Chi Hai, Sun Chu. Sie alle leben nicht mehr. Was mich am meisten besorgt, ist, dass sie alle auf die gleiche Art umgekommen sind. Und nicht einer hat sich gewehrt. Keiner hat richtig gekämpft. Das lässt nur einen Schluss zu. Sie müssen ihren Mörder gekannt haben und haben ihm vertraut. Das heißt, er ist einer von uns. Yu Teng, du musst herausfinden, wer es ist. Und warum diese Morde geschehen sind. Es geht um die Zukunft unseres Klosters. Ich fürchte, er wird weiter morden. Mit deinen Nachforschungen musst du sehr vorsichtig sein, Yu Teng. Ja. Gut. Wer ist da? Du bist. Ja. Bruder, was ist passiert? Hilf mir. Du musst mich sofort zum Tempel zurückbringen. Natürlich, Bruder. Hör zu. Wenn ich sterben soll, dann sag dem Abt von mir, dass ich... Los, hilf mir. Wir müssen uns beeilen. Es liegt alles in deiner Hand. Du wirst das Kloster retten, um mich zu rehabilitieren. Wenn du wirklich so viel Macht hast, dann wirst du mir helfen. Meister, ich bin es. Hast du schon alles verlernt? Nein, Meister. Es ist sinnlos mit dir, du bist viel zu ungestüm. Wie soll mir jemand, der so unerfahren ist wie du, helfen können? Meister, warum tut ihr das? Ich bin in den Jahren meiner Verbannung hart geworden. Sie haben mich aus dem Kloster verstoßen, um mich für meine Verfehlungen bezahlen zu lassen. Aber jetzt können Sie froh sein, wenn ich Ihnen helfe. Wenn du dich wirklich stark genug fühlst, dann kannst du eurem Kloster einen großen Dienst erweisen.
beschütze dich. Bruder Teng. Bruder Teng, wie ist das geschehen? Bruder Teng! Wer ist es gewesen? Wer hat ihn ermordet? Wie konnte sowas passieren? Was passiert? Da hat jemand geschrien. Komm nicht wieder! Hoffentlich ist er nicht durch, wenn wir noch helfen. Oh. Du hast ihn getötet. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Versuch es nicht zu leugnen. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Sperrt ihn ein. Jawohl. Wir werden uns jetzt zusammensetzen und ein Urteil über ihn fällen. Meister, ich habe ihn nicht getötet. Los, vorwärts! Buddha beschütze uns. Hört mich an, Brüder. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Bruder Li von Lai Peng Fei umgebracht worden ist. Sperrt ihn in den Keller. Wir werden später über ihn urteilen. Und jetzt, Brüder, müssen wir die Totenfeier für Yu Teng vorbereiten. Veranlasst bitte, dass seine Angehörigen verständigt werden. Da Yu Teng tot ist, müssen wir einen neuen Abt wählen. In der letzten Nacht hat unser Ältestenrat Folgendes beschlossen. Von allen unseren Brüdern sind nur zwei würdig, dieses schwere Amt zu übernehmen. Yuan Wei ist der eine und Yuan Shi der andere. Wir müssen jetzt entscheiden, wer von euch beiden die Last der Verantwortung übernehmen soll. What is normal practice? That is the usual full election by all members. So Yuan Shi, Yuan Wei, please advise us of what you think. Well now, I'm too junior and lack virtue. I've no experience, though my heart is pure. What we do need now is a leader, a man of strong discipline, to guide Shaolin's path. Also, to make our peace with the other monasteries. Shaolin Temple, in the past, has led the way. But right now, we're in much trouble. We've killings within, and the king does not look too favorably on us. I therefore agree with Yuan Qi. We need a strong man to improve the spirit of the temple. And then to speak in friendship with the other temples. As I'm so junior, I do not think that I am the man. Brother, head teacher,
I'm not clever enough. Choose another man, but not me. You're wrong. Now look, when the abbot was killed, I swore then a great oath. I'd seek vengeance for him and spend my time trying to find the man. Betraut Yuan Chi mit dem schweren Amt. Ich habe mir geschworen, den Mörder unserer Brüder zu finden. Wir respektieren deine Entscheidung, Bruder Wei. Von nun an wird Yuan Shi als neuer Abt dieses Klosters unsere Brüder führen. Er wird es mit Sorgfalt und Umsicht tun, so wie es die Regel unseres Ordens von ihm verlangt. Und jetzt, Brüder, brauchen wir nur noch eins zu tun. Wir müssen Yu Teng, unseren alten Abt, bestatten. Schütze dich. Yuan Chi, von nun ab wirst du als 38. Abt die Geschicke dieses Klosters lenken. Es ist eine schwere Aufgabe, die du übernommen hast, aber wir werden dir helfen. Buddha beschütze dich. Was ist los? Bist du verletzt? Sag doch was. Wer hat das getan? Es war... Ich will... Du... Du bist der Mörder. Das ist nicht wahr. Ich habe ihn nur schreien gehört. Du lügst schon wieder. Du bist der Mörder. Gib es zu. Wir sind bestohlen worden. Seht euch das an. Der Jadeschatz ist verschwunden. Wo hast du ihn? Ich... Du... Bloß sag es. Glaub mir doch. Ich habe ihn nicht. Schweig. Erst hast du Li umgebracht und jetzt die Wache. Und den Abt Yu Teng hast du auch getötet. Jetzt sag uns endlich die Wahrheit. Ich schwöre, ich bin unschuldig. Nun gut, du hast es ja nicht anders gewollt. Bestraf diesen Meuchelmörder. Was? Glaub mir doch endlich, ich bin unschuldig. Fast ihn!
Technik. Das wird dir nichts nützen. Es ist furchtbar. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie einer unserer besten Schüler so tief sinken konnte. Großer Meister, Lai mag einer unserer besten Schüler gewesen sein. Aber er hat nicht nur getötet, sondern auch den Jadeschatz geraubt. Und der Schatz war uns nur zu treuen Händen übergeben worden. Wir müssen ihn unbedingt wiederfinden. Und wenn wir das ganze Land absuchen müssen. Was ist passiert? Wir sollten doch Lai Peng suchen. Und dabei sind wir überfallen worden. Wir wurden aus dem Hinterhalt angegriffen. Es war ein einzelner Mann, aber wir haben ihn nicht erkennen können. Tut mir leid, Meister. Oder Wei, du musst jetzt für einige Tage meinen Platz einnehmen. Ich werde das Kloster verlassen, um Lai Peng zu finden. Einen Augenblick, Abt. Lasst mich an eurer Stelle gehen, ich werde ihn finden. Nein, Bruder. Es ist besser, wenn du hier bleibst. Wenn der Fürst herausfindet, dass der Jadeschatz verloren gegangen ist, brauche ich hier einen absolut zuverlässigen Mann. Sein Vater gab uns diesen Schatz, um ihn zu verwahren. Aber der Fürst und seine Schwester sind böse Menschen. Sie hassen uns und werden diesen Vorfall dazu benutzen, uns von hier zu vertreiben. Und was soll ich dem Fürsten sagen, wenn er herkommt, während ihr nicht bei uns seid? So wenig wie möglich. Und noch etwas, sprich in keinem Fall über den Schatz. Und wenn er davon anfängt, dann musst du versuchen, ihn irgendwie hinzuhalten. Tut so wenig wie möglich, bis ich wieder zurück bin.
Ihr könnt beginnen. Es ist soweit. Tyson? Jawohl, Hoheit. Was gibt es Neues im Kloster? Nun, Hoheit, es hat sich nicht viel geändert. Die Treue der Mönche ist immer noch sehr zweifelhaft. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Du nimmst deine Männer und gehst zum Kloster. Du sagst ihnen, sie sollen ihre Treue zu mir beweisen. Sie sollen sich auf meine Ankunft vorbereiten. Ich möchte nämlich den Jadeschatz sehen. Sehr richtig. Das ist wirklich ein guter Einfall, Bruder. Sei gegrüßt, Prinzessin. Ihr könnt euch erheben. Danke, Prinzessin. Moment. In meinem Haus pflege ich meine Gäste selbst zu bedienen, wenn ihr euch in Zukunft danach richten wollt, Bruder. Wenn ich euch also einschenken darf. Danke. Bruder, darf ich euch was fragen? Was ist, Schwester? Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mit zum Kloster gehen. Wisst ihr... Bruder, ich bin zwar eine Frau, aber ich kann mich doch trotzdem nützlich machen und euch helfen. Oder traut ihr mir das nicht zu? Na gut. Ich habe euch was zu sagen. Prinzessin. Ich werde euch zum Kloster führen. Wir reiten sofort los. Yang Tian ist meine rechte Hand. Seid gegrüßt, Prinzessin. Ich will den Abt sprechen. Ihr wollt nicht sagen, wo er ist? Dann tue ich es eben. Er ist weggegangen, um den Mann zu suchen, der hier ein paar Mönche umgebracht hat. Du brauchst mir nicht zu verschweigen. Ich bin gut informiert. Ihr seht also, es ist uns zu Ohren gekommen. Der Fürst weiß alles über seine Untertanen. Verzeiht, Prinzessin. Wir wollten euch nichts verheimlichen. Wir haben nur angenommen, dass euch diese Angelegenheit nicht interessiert. Es ist schon gut, Alter. Aber seid in Zukunft vorsichtiger. Es könnte unangenehm für euch werden, wenn ihr uns wichtige Dinge verschweigen wollt. Aber kommen wir zur Sache. Mein Vater hat euch vor langer Zeit den Jadeschatz übergeben. Ihr solltet ihn verwahren. Ich möchte nur sicher gehen, dass er bei euch gut aufgehoben ist. Ich hoffe, dass ihr ihn gut bewacht und möchte mir den Schatz in nächster Zeit einmal anschauen. Genauso wie mein Bruder, der ihn auch gern sehen würde. Und ich hoffe, dass ihr nichts gegen unseren Wunsch einzuwenden habt. Prinzessin, ich bin ein alter Mann und habe euch nicht richtig verstanden. Du hast nicht verstanden? Habe ich mich denn nicht klar genug ausgedrückt? So don't try to avoid the issue. I simply wanted to remind you all of your duty to protect your treasures and of the penalty if you fail in this. The penalty is death. Today I won't inspect it, but still, His Majesty will arrive here soon for a visit. Make preparations for his stay. Yes. I intend to stay here to advise on preparations for His Majesty's arrival. Yes, I will obey. You better had. Mein Bruder und ich wollen den Schatz sehen. Wo hast du den Schatz? Los, sag es, du hast erst Teng umgebracht, dann Li und jetzt die Wache. Du bist ein Mörder und ein Dieb. Ich bin unschuldig. Unschuldig? Du wirst für deine Freveltaten büßen, Lai Pengfei.
Meister. Hört mich doch an! Meister, ich bin wirklich unschuldig. Glaub mir doch endlich! Wo hast du unseren Schatz versteckt? Ich war's nicht. Ich habe ihn nicht gestohlen. Du lügst schon wieder. Du bist es gewesen. Du hast uns bestohlen und du bist auch der Mörder. Meister, gebt mir eine Woche Zeit und ich werde den richtigen Mörder finden. Ich werde ihn bestimmt fassen. Du lügst. Bitte, Meister. Sei still! Du bist aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen. Für immer. Lai Peng Fei, du bist ab jetzt ein Verbannter. Hört mich doch an. Das ist ungerecht. Bitte nicht. Hör zu. Du darfst mich nicht umbringen. Du irrst dich. Ich bin kein Mörder. Ich schwöre es. Meister, ich sage die Wahrheit. Ich habe wirklich nichts getan. Ich weiß es nicht, Meister. Benachrichtigt alle unsere Kämpfer. Sie sollen Lai Peng Fei suchen. Ich will ihn haben, tot oder lebendig. Er darf uns nicht entkommen. Bist du verletzt? Was wollt ihr von mir? Ich kenne euch nicht und habe euch nichts getan. Warum greift ihr mich an? Sagt mir, warum er das tut. Weil du gesucht wirst. Ich werde gesucht? Du bist doch Lai Peng Fei. Ja, das stimmt. Ich kann euch verstehen. Ihr müsst leider so handeln. Ihr habt also den Befehl, mich zu töten. Hey, Alter, kann ich dir helfen? Vielen Dank. Du sollst mich auch umbringen.
Das stimmt. Kann ich dir irgendwie helfen, Fremder? Nein, vielen Dank. Tut mir leid. Ich gehe schon. Also los, machen wir weiter. Wer seid ihr? Ich bin Sun Shai. Ich Polun. Und ich Yulu. Ihr habt den Befehl also auch erhalten. So ist es. Muss ich jetzt zu Fuß nach Hause gehen. Du bist das miserabelste Pferd, das ich kenne. So was Blödes. Hey! Können Sie mir sagen, wo ich hier in der Nähe ein Gasthaus finden kann? So ein Pech, der scheint taubstumm zu sein. Halt! Warten Sie doch mal. Ja. Hat es dir auf einmal die Sprache verschlagen? Oh. Hmm.
beschütze dich. Wir haben uns heute Nacht zusammengesetzt, um einen neuen abzuwählen. Und wir haben lange beraten. Am Ende sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. Wir haben beschlossen, dass Bruder Wei dies schwere Amt übernehmen soll. Ich danke euch für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. It's your duty. You cannot refuse. We need a leader to guide us all, solve our problems and keep the peace. Buddha bless us all the monks and the teachers. Be our abbot, Brother Yan Wei. I swear before all my good brothers here, I will hunt down the killer, Lei Bingfei, and restore tranquility. Buddha beschütze dich. Bitte, Abt. Meister, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Du warst nicht nur ein Lehrer, du bist wie ein Vater zu mir gewesen. Jetzt kann ich nur noch an deinem Grab um dich trauern. Bleib stehen. Oh, ich grüße euch, Abt. Das ist ein Heiligtum und niemand darf sich hier aufhalten. Ich habe hier einen Mönch namens Chi gesucht. Ich dachte... Buddha beschütze dich. Es gibt keinen Mönch namens Chi mehr bei uns. Unser Abt Yuan Chi ist leider tot. Und den Mönch Tenchi mussten wir leider ausstoßen. Es ging nicht anders. Er hat uns schon vor vielen Jahren verlassen und wir haben nur noch wenig von ihm gehört. Es heißt aber, er hat immer noch viele Anhänger. Bitte, Abt, erzählt mir, was ihr über ihn wisst. Tenchi war der beste Kämpfer von uns allen und er reiste überall herum, ständig auf der Suche nach mutigen Männern. Er hoffte dadurch, seine eigene Kung-Fu-Technik weiterzuentwickeln. Er wollte sich vervollkommnen. Mein Name ist Tenchi und wie heißt du? Ich bin Liu Qiyan und möchte mit dir kämpfen. Bitte. Durch seine dauernden Kämpfe erlernte er alle Arten des Kung-Fu und entwickelte selbst völlig neue Techniken. Doch jedes Mal, wenn er eine neue Kampfart entwickelt hatte, wollte er sie erproben und schlug damit viele Männer zu Krüppeln. So zog er sich den Zorn anderer Shaolin-Klöster in der Provinz zu. Doch das war ihm völlig gleichgültig. Er kämpfte weiter. Ugh.
Vielen Dank. Ist es möglich, dass sich die vielen Kämpfe negativ auf seinen Geist ausgewirkt haben? Das bezweifle ich. Kung Fu stärkt den Geist und die Sinne. Es ist unmöglich, dass davon jemand verrückt wird. Du bist doch der wandernde Shaolin-Mönch Tenchi. Ganz richtig, das stimmt. Man hat uns gesagt, dass du ein sehr guter Kämpfer bist und darum sind wir hergekommen, um dich herauszufordern. In letzter Zeit soll er allerdings wirklich etwas seltsam geworden sein. Vielleicht liegt das daran, dass er so einsam lebt. Er ist jetzt alt. Die Jahre im Exil haben ihre Spuren hinterlassen. Exil? Ja, denn er hätte niemals nach Wutang gehen dürfen. Warum nicht? Es passierte ein schrecklicher Unfall. Er hat getötet. Aber wenn es ein Unfall war, hat er es doch nicht mit Absicht getan. Unsere Regeln verbieten aber das Töten. Ich heiße Tenchi und möchte mit euch kämpfen. Ich heiße Chen Yang. Mein Name ist Chan. Ich bin Yong. Ich danke euch. Wäre er von den dreien getötet worden, hätten sie die Schuld auf sich geladen. Aber das ist doch ungerecht. Die anderen waren genauso schuld wie er. Sie haben ihn doch angegriffen. Aber er hat sie getötet. Er hätte sie nur kampfunfähig machen dürfen. Aber das hat er leider nicht getan. Und was geschah dann? Die Mönche von Wutang sind empört gewesen. Sie forderten Genugtuung von uns und haben uns gedroht, uns zu vernichten, wenn wir ihn nicht bestrafen. Also stießen wir Tenchi aus unserer Gemeinschaft aus, als Geste der Versöhnung. Außerdem verpflichteten wir uns, niemals mehr jemanden anzugreifen. Und daran haben wir uns bis heute gehalten. Wir kämpfen nur noch, wenn wir uns verteidigen müssen. Durch diese Abmachung erreichten wir einen dauerhaften Frieden. Verzeiht mir, Abt. Was gibt es? Ich muss euch sagen, das ist... I've explained very clearly. The Emperor comes tomorrow. And he will wish to see the Black Jade Censer. Do you have it ready then? Your Highness, you see... I don't want to see anything. Keep your excuses for the king. Let's go. Ah!
ist los? Habe ich dich erschreckt? Ich glaube nicht, dass du verrückt bist. Das ist doch auch nicht wahr, oder? Hör zu. Verrückte Menschen sind die glücklichsten der Welt. Sie werden nicht ständig dazu gezwungen, klüger und stärker als die anderen zu sein. Sie sind frei. Du bist doch nicht ganz richtig. Das sagen sie alle von mir, aber ich bin nicht verrückt. Entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Ich wollte dich kennenlernen. Mein Name ist Liu Qiyan. Mich hat hier schon lange niemand mehr aufgesucht. Der letzte, der hier gewesen ist, war Lai Pengfei. Aber jetzt steh bitte auf. Ich möchte dich was fragen. Ja? Was wolltest du im Kloster? Ich bin dort gewesen, weil ich von dem Abt Yuan Shi Abschied nehmen wollte. Yuan Shi ist tot? Wer hat ihn umgebracht? Die Mönche sagen, es sei Lai Pengfei gewesen. Glaubst du das wirklich? Er ist bestimmt kein Mörder. Der wirkliche Verräter befindet sich noch im Kloster. Aber woher weißt du das? Ich weiß es eben, das muss dir genügen. Aber ich habe noch eine Bitte an dich. Suche Lai Pengfei und bring ihn hierher. Ich habe mit ihm zu reden. Was hast du gesagt? Soll das etwa heißen, dass euch der Jadeschatz gestohlen worden ist? Vergebt uns bitte, Hoheit, aber wir konnten es leider nicht verhindern. Doch wir werden den Dieb finden. So geht ihr also mit Schätzen um, die euch anvertraut worden sind. Ha, das ist kriminell! Bitte verzeiht uns. Du hast die Stirn, mich um Verzeihung zu bitten? Lass Gnade walten. Bitte gebt uns ein wenig Zeit. Und wir versprechen euch, dass wir mit Buddhas Hilfe den Schatz wiederfinden werden. Ihr bekommt ihn dann zurück. Steht auf. Vielen Dank, Hoheit. Wie viel Zeit brauchst du dafür? Los, sag's schon. Ich glaube, ein Monat wird genügen. Na gut, ich gebe dir einen Monat. Aber was passiert, wenn du ihn bis dahin nicht findest? Hast du nicht verstanden? Was könnt ihr uns anbieten, wenn der Schatz nicht innerhalb eines Monats wieder auftaucht? In diesem Fall werden wir das Kloster vernichten. Und meine Brüder werden mit mir Selbstmord begehen. That's not enough. If you fail to find it, not only you, but all your monks must kill themselves. Buddha bless you. Will be destroyed, and your founder's tomb will also be destroyed. Buddha bless you. Coming, sir. Hey, waiter. Hey, hurry up, waiter. Hurry up. All right. Yes, coming, sir. Coming. Massa. Soup. And buns. We serve good fried beef here. And fish, too. Really very fresh. No, thanks. No flesh. But these buns, they enough. It's not much. Mm-hmm. Suchen Sie ein gutes Wirtshaus, treten Sie ein, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Die Küche ist wirklich ausgezeichnet. Kommen Sie.
Wenn ich vorausgehen darf. Kommen Sie bitte. Hier lang. Der beste Tisch, den wir haben. Er ist zufällig frei geworden. Setzen Sie sich bitte. Hoffentlich gefällt er Ihnen. Was darf ich Ihnen bringen? Etwas Rindfleisch? Jawohl. Und dann möchte ich noch gebratenen Fisch haben. In Ordnung. Hey, Rindfleisch und gebratenen Fisch. Aber schnell bitte. Kommt sofort. Na los, beeil dich, oder sollen unsere Gäste verhungern? Zaubern kann ich auch nicht. Werd bloß nicht frech, sonst fliegst du raus. Entschuldigung, es war ja nicht so gemein. Halt jetzt dein frisches Maul und geh an die Arbeit. Hey, ich will noch was zu trinken, aber schnell. Sofort, mein Herr, bitte. Alter, wollt ihr nicht mein Essen, sonst werde ich böse. Einen Moment, schon unterwegs. So, hier ist Ihr Essen. Stellen Sie es hin. Bitte? Ich habe erst mal den Fisch gebracht. Guten Appetit. Ich will noch einen Wein haben, aber plötzlich. Sofort. Aber nicht wieder den Fusel von vorhin. Bring das Beste, was du hast. Selbstverständlich. Oh, ich bitte um Verzeihung, aber ich dachte, ich könnte Sie zum Essen einladen. Seien Sie mein Gast. Kellner! Ja? Was kann ich für Sie tun? Räum das Zeug weg. Du sollst das wegräumen, habe ich gesagt. Wo bleibt der Weinteil? Schon unterwegs. So, bitte, mein Herr. Wurde auch langsam Zeit. Oh. Lassen Sie das. Das tut mir aber leid. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ich dachte, wenn Sie keinen Fisch mögen, essen Sie vielleicht ein bisschen Fleisch. Es ist wirklich vorzüglich. Sie sollten es versuchen. Stellen Sie sich nicht an. Sie sind eingeladen. Ach, ich esse kein Fleisch und auch keinen Fisch. Sie sind aber nicht nett. Es ist wirklich gut. Sie sollten es probieren. Sie scheinen tatsächlich nicht zu wissen, was gut ist. Vegetarier, was? Und zwar ein sehr unhöflicher, muss ich sagen. Ich habe gesündigt. Das war Sünde. O Buddha, vergib mir. O Buddha, vergib mir. O Buddha, vergib mir. Ich habe gesündigt und bitte dich, mir zu vergeben, Buddha. Ja, sofort. Ich habe gesündigt, Buddha, und bitte dich um Vergebung. Hey, hey, du bist ja nicht im Tempel, sondern in einem Wirtshaus. Wenn du beten willst, geh ins Kloster. Und bitte dich, diese Schuld von mir zu... Jetzt hör endlich auf! Hast du was gesagt? Hä? Nein, nichts. Schon in Ordnung. Es riecht wirklich köstlich. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Was soll das heißen? Kannst du dir das nicht denken? Hm? Ich wollte damit sagen, dass ich über dich Bescheid weiß. Ich kenne deine Probleme. Lai Peng Fei, du bist der Verräter. Du hast den Befehl also auch erhalten? Oh nein. Was willst du? Ein gemeinsamer Freund hat mich gebeten, dich zu suchen. Uns auch. Dreh dich um! Geht alle raus. Das geht euch nichts an. Ihr habt nichts zu befürchten. Hey!
Haus hinterher. Ich versuche abzuhauen. Du hast keine Chance. Halt, du Verräter. Hört mir zu. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan und ich will nicht mit euch kämpfen. Platz für die Prinzessin! Du bist also der Mann, der von den Mönchen gesucht wird. Lai Peng Fei. Du bist wirklich ein sehr guter Kämpfer. Es ist nur Pech für dich, dass dir eine halbe Armee Mönche auf den Fersen ist, die dich umbringen will. Lai Peng Fei, ich möchte dir anbieten, in meine Dienste zu treten. Ich würde dir einen einträglichen Posten geben. Hm? Übrigens, stimmt es wirklich, dass du den Schatz gestohlen hast? Ich? Antworte gefälligst. Hast du ihn gestohlen? Ich kann dir antworten. Und ich kann dir versichern, dass er den Schatz nicht gestohlen hat. Dann warst du's vielleicht. Halt deinen Mund! Yang Qian! Sieh mal an. Das ist also Yang Qian. Der schmierigste Lakai, den es gibt. Ich kann schon verstehen, dass es so viele Leute gibt, die dich tot sehen möchten. Aber du bist ja zu feige zu kämpfen. Ich würde dir sonst ins Grab helfen. Du kannst es mir glauben. Ich würde dich gerne zur Hölle schicken. Du bist eine Ratte. Yang Qian, halt dich zurück! Jawohl. Darf man erfahren, wer du bist? Wenn ich Lust habe, würde ich es dir schon sagen. Du hast dich ja auch nicht vorgestellt. Also spiel dich nicht so auf. Du Miststück! Du solltest vorsichtiger sein, ich warne dich. Du auch, meine Liebe. Hör doch auf zu streiten, ich möchte... Was? Du wagst es, mich zu duzen? Lai Peng Fei, du weißt wohl nicht, mit wem du redest. Yang Qian? Prinzessin. Wir gehen. Sie hat wohl Eindruck auf dich gemacht. Weißt du, ich... Damn the man! He didn't show the slightest respect for me. Your Royal Highness, you're from a royal family. What do you care what a common peasant may think? A common peasant, eh? Yang Tin? Highness. How dare you say he's a common peasant? I'm sorry. Extremely sorry. The Emperor comes! What are you sorry for? Your Royal Highness. Get up. Thank you, sir. Brother, we were just talking about that theft of the jade censer and who could have taken it. Tai Sin? My lord? What do you think? Well, my lord, it looks quite bad. After all, it's their main treasure. And that means? Well, my lord, I think there's trouble ahead. Yang Qian? Jawohl, Herr. Ich befehle dir, zum Kloster zu gehen und dir Jade-Zepter zu holen. Jawohl. Und noch etwas, hüte dich zu versagen. Ich tue mein Bestes. Wenn ich das Zepter habe, müssen sie sich unterwerfen. Dazu sind die Mönche durch ihre Tradition verpflichtet. Was? Ihr wollt, dass ich das Jade-Zepter stehle? Meister, das kann nicht euer Ernst sein. Es ist mein Ernst. Wenn ich das tue, Meister, kann ich nie wieder dahin zurückkehren. Meister, ihr wisst doch, dass das Zepter das Symbol der Macht für die Mönche im Kloster ist. Genau aus diesem Grund verlange ich ja von dir, dass du hingehst und es für mich stiehlst. Meister, ihr könnt doch nicht... Hör mal, du willst mich wohl nicht verstehen.
Der richtige Mörder ist noch im Kloster. Niemand kennt ihn. Wir müssen ihn entlarven. Wir müssen ihn dazu zwingen, dass er sich verrät. Und solange man dich verdächtigt, wird er sich sicher fühlen und leichtsinnig werden. Er wird irgendwann einen Fehler machen. Das ist ein lebensgefährlicher Auftrag. Du musst erfolgreich sein. Wenn man dich bemerkt, wirst du auf erbitterte Gegner treffen. Du weißt, dass die Wachen erstklassige Kämpfer sind. Also pass auf. Ich lege die Zukunft des Shaolin-Klosters in deine Hände, Lai Pengfei. Wenn du immer daran denkst, wird Buddha dich beschützen. Ich schwöre euch, mein Bestes zu tun. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Meister. Du hast das Zepter gestohlen. Gib es zurück. Nein, niemals. Lasst es euch bitte erklären. Er wollte das Zepter stehlen. Ich lege die Zukunft des Shaolin-Klosters in deine Hände, Lai Pengfei. Das wird euch teuer zu stehen kommen. Yang Tian ist tot und ihr seid daran schuld. Dass Lai Pengfei das Zepter gestohlen hat, leuchtet mir noch ein. Aber dass ihr mir erzählen wollt, er habe es Tian abgenommen, ist einfach absurd. Es stimmt aber, Hoheit. Halt den Mund! Was für einen Beweis hast du für deine Behauptung? Du verlässt dich auf die Aussage eines gemeinen Verbrechers. Yang Tian hat überhaupt keinen Grund, das Zepter zu stehlen. Was hätte er damit auch anfangen sollen? Die Verdächtigung ist dumm. Ich glaube kein Wort davon. Hoheit... Es war nicht unsere Schuld. Yang Tian ist tot und er starb hier bei euch, in diesem Kloster. Also seid ihr dafür auch verantwortlich. Ihr habt recht, Hoheit. Wir müssen die Verantwortung auf uns nehmen, denn er wurde hier ermordet. Wie großzügig. Ich bin direkt gerührt, dass ihr die Verantwortung übernehmen wollt. Na gut, und was wollt ihr jetzt tun? Prinzessin? In 3 Tagen werden wir uns an der Gruft unseres Gründers treffen. Unsere Zeit ist um. Buddha beschütze ihn. Mein Fürst, die Prinzessin! Guten Tag, Bruder. Euer Hoheit? Erhebt euch. Danke, Hoheit. Seid gegrüßt, Prinzessin. Du kannst aufstehen. Danke. Schwester, morgen ist das Treffen. Ist alles vorbereitet? Aber natürlich. Sehr gut. Ganz ausgezeichnet. Dann erleben wir morgen das Ende dieses Klosters. Shaolin. Shaolin. You didn't expect that I'd finally get rid of you. Brother. Ah, listen. You bring plenty of men. And make sure Shaolin is destroyed.
Way back, many, many years ago, our founder monk gathered together 118 monks to fight the Sulu and defeat them, and thereby save the whole country. He refused the king's honors. All that he wanted was to return to his temple. And after that, he converted everybody to the Buddhist faith. I can't believe it was all wasted. Ihr setzt mit eurem Plan die Zukunft des Klosters aufs Spiel. Du magst vielleicht sogar recht haben, aber Meister Chen weiß, was er tut. Selbst wenn das stimmt, es ist einfach zu riskant, was ihr vorhabt. Ihr spielt mit der Zukunft unseres Klosters. Ihr müsst euch doch dessen bewusst sein, dass diese Falle die letzte ist, die ihr aufstellen könnt. Wir wissen genau, dass unser Plan riskant ist. Aber wir wollen herausbekommen, wer der wirkliche Verräter ist. Und das werden wir auch. Verlass dich drauf. Ihr wollt also eure Gruft in die Luft sprengen. Ihr steckt mit dem Verräter unter einer Decke. Nun, Abt, deine Zeit ist abgelaufen. Was hast du erreicht? Hast du den Schatz gefunden? Nein, Prinzessin, wir haben leider versagt und können unser Versprechen nicht einlösen. Deshalb müssen wir das Kloster zerstören und uns umbringen. Nun, es ist deine Idee gewesen, aber mein Bruder verlässt sich darauf, dass ihr Wort halten werdet. Das ist das Ende unseres Klosters. Wir haben uns einen Schatz rauben lassen. Und Brüder von uns sind ermordet worden, aber wir konnten den Täter nicht finden. Ich bin als Abt für all das verantwortlich, was bei uns geschehen ist. Ich fühle mich schuldig und ich schäme mich dafür. Ich habe das Kloster und seine Schüler in den Abgrund geführt. Die Zeit, die mir der Fürst gegeben hat, ist abgelaufen. Brüder, wir haben unser Wort gegeben, das Kloster zu vernichten und Selbstmord zu begehen. Und wir werden unser Wort auch halten. Fangt an, Brüder. Oder beschütze uns. Oder Bruder, beschütze euch. Geht in Frieden. B-
oder beschützt euch. Halt! Du Mörder! Jetzt haben wir dich endlich. Vorwärts! Nehmt diesen Mann fest! Hört mich an, Meister. Ich bin völlig unschuldig. Er war es. Er redet irre. Beweis es. Meister, er hat dem Fürsten versprochen, das Kloster zu vernichten und euch alle umzubringen. Und er hat sich damit viel Mühe gegeben. Du bist verrückt. Das ist doch alles gelogen und du weißt es. Hurra, nehmt ihn fest. Jawohl. Nicht so eilig. Hört zu, Abt. Ihr habt gelogen. Und ich kann es beweisen. Ich weiß, dass ihr das Kloster verraten habt. Es ist wahr, er war es. Er hat uns die Bomben gegeben. Wir sollten sie vergraben. Und uns alle damit umbringen. Er hat auch unsere Brüder umgebracht. Lüge! Du bist es also gewesen. Du hast gemordet, gestohlen. Und jetzt wolltest du uns alle umbringen. Warum? Es stimmt. Ich wollte euch töten. Und ich wollte dieses Kloster vernichten. Und alle, die darin gelebt haben. Und auch euch, ihr fürstlichen Schmarotzer. Aber warum hast du vorgegeben, uns treu ergeben zu sein? Ganz einfach. Ich habe euch benutzt, genauso wie ihr mich. Nehmt ihn gefangen. Er hat uns alle verraten. Und dafür werden wir ihn gemeinsam bestrafen. Ich kann euch nicht verraten, denn ich bin kein Mönch dieses Klosters. Ich bin ein Lama und komme aus Tibet. Ich bin nur aus einem Grund hierher gekommen. Ich wollte meine Brüder rächen. Hu Ti, Che Te Chung, Ma Tai Singh und all die anderen Männer, die ermordet wurden, als ihr uns den Schatz geraubt habt. Ihr habt damals mit dem Vater des Fürsten zusammengearbeitet. Er hat den Jadeschatz. Er ist ein Mörder. Wir müssen ihn bestrafen. Geht zurück! Oder ich sprenge mich in die Luft. Euren Schatz werdet ihr dann auch nicht mehr haben. Verdammter Hund! Ich werde dich zur Hölle schicken. Bist du sicher? Pass auf, dass du nicht vor mir da bist. Ihr Vater hat ihn gestohlen und euch übergeben. Das war ein Verbrechen. Das ist doch alles gelogen. Mein Vater hat niemals gestohlen. Der Schatz ist unser Eigentum. Du willst dich also gegen mich stellen, nachdem ihr mich jahrelang ausgenutzt habt. Aber das werdet ihr nicht überleben. Kommt mir nicht zu nahe! Bleib stehen! Einen Schritt weiter und ich schneide dir die Kehle durch. Das kannst du ja versuchen. Elende Kreatur. Nur weil du ihn nicht zurückholen kannst, wirst du ihn zerstören. Beeil dich! Los! Ah!
Los, komm! Hinterher! Da drin! Oh. Schwer verletzt. Komm, wir müssen hier raus. Willst du uns schon verlassen, Vi? Was geht dich das an? Sicher werde ich gehen. Oh nein, Abt. Ich werde dich nicht von hier entkommen lassen. Denn wenn ich das täte, würde ich unser Kloster verraten. Meister, warum hast du mich dann unterrichtet? Wofür hast du mich ausgebildet? Ich bin viele Jahre verbannt gewesen und habe nur selten Menschen zu Gesicht bekommen. Sie hatten mich vergessen. Keiner hat sich um mich gekümmert. Es gab sogar Brüder, die mich verachtet haben. Und denen wollte ich eine Lehre erteilen. Deshalb habe ich dich unterrichtet. Ich habe dir all mein Wissen vermittelt, damit du Abt dieses Klosters wirst. Ich habe geglaubt, dass du mich zurückholen und rehabilitieren wirst. Ich gebe zu, dass meine Handlungsweise selbstsüchtig war. Aber es war niemals meine Absicht, dem Kloster zu schaden. Aber du hast das die ganze Zeit geplant. Du wolltest hier alles zerstören. Du hast dich sogar mit dem Fürsten verbündet, um unsere Brüder zu ermorden. Du hast mich die ganze Zeit ausgenutzt. Ja, ich habe dich ausgenutzt. Genauso wie du mich. Du hast mich gelehrt, wie man tötet. Und wie man betrügt. Und jetzt versuchst du dasselbe mit Leib Heng Fei. Halt den Mund! Ich habe Leib Heng Fei erst benutzt, nachdem ich erkannt habe, was du vorhast. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir dich nie entlarven können. Du hättest deinen Plan, das Kloster zu vernichten, ausgeführt. Und ich wäre nie aus der Verbannung zurückgekommen. Du willst mich töten. Aber wenn du das tust, dann wird dir der Weg ins Kloster für immer verschlossen bleiben. Yeah!
Wenn du erst mal tot bist, dann kräht kein Hahn mehr. Irr's nicht, Tenshi. Wir haben alles gesehen. So ist es. Und wir werden bezeugen, was du getan hast. Du hast ihn ermordet. Er hatte keine Chance gegen dich. Ich war ihm recht. Er hat auch gemordet. Und er wollte das Kloster zerstören. Meister Ten, du hast zwar unser Kloster gerettet, aber deine Gründe dafür sind unmoralisch. Wir können nicht darüber schweigen. Ich muss dich zu unseren Brüdern bringen. Die werden dich richten. Versuch es! Meister Ten, es geht nicht anders. Kommt mit.